Darfst du aber auch Jörg sagen. Ja. So schlimm ist es jetzt auch nicht. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Bin wieder da mit dem Flashy. Hallo Flashy. Hi, ich bin gerade Ich weiß. konzentriert. Nee, ein bisschen angepisst klingt er. Also, mein Lieben, ganz leise sein. Achso, ich habe die Mucke vergessen. Hoho, mal wieder. Nice. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Fingern. Also wir haben schon eine Dashcam auf so einen krassen, ne, auf so einen krassen Geländewagen. Ja. Und die zwei raffen das halt nicht, dass sie auf den schießen können. Okay. Ja, Leute, die nicht GG. wissen, was eine Dashcam ist, das ist eine Flugabwehr. Flugabwehrgeschütz. So, Mucke an. Absolut useless, dass sie da nichts gemacht haben. Ja, nur ein bisschen, ne? Vielleicht wissen Sie nicht, wie das Ding funktioniert. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin direkt bei dir gespawnt. Komm jetzt einfach schnell zu Komm jetzt mir. einfach schnell zu mir. Den muss ich mal kurz leiser machen. Ist der noch da? Über dir? Nein, der ist weg. Der ist weg. So. Ja, der brüllt immer so rein, der Gute. Alter, war das ein Kampf, Mann. Was ist das für ein Kampf? Also, mich Voll der Kampf, Alter! der hat sich klatschen lassen, oder? Was ist daran jetzt der Kampf? Habe ich hier irgendwas verpasst? Der Flashy wieder. Alter, habe ich jetzt. Bin ich jetzt schon gebannt? Ich weiß es nicht. Bin Was? ich? Wer bin ich? So, ich bin gerade in der Base und gucke mal hier jetzt mal rum. Ich wollte hier ein paar Sachen bauen. Habe ich dich jetzt auch schon meinem Papier hinzugefügt? Ich glaube. Ja, ich bin automatisch drin. Nice. Hat der gerade was geschossen? Ich muss hier vielleicht nochmal die Fenster zumachen. Weißt du, was die zu dem White Rock und Black Rock sagen? Na? Der Tech-Helikopter. Der was? Ich mir denke, ey, ohne Scheiß, White und Black Rock sind hauptsächlich zur Unterstützung da. Was wollen die attacken? Attack-Helikopter. Attack-Helikopter ist der Havoc oder der Viper, würde ich meinen. Wie würdest du die nennen? Die absoluten Destroyer oder was? Ja, auf jeden Fall. Kann man. So kann man es auch machen. Ich meine, immerhin. Der Zombie Hunter. Er ist die absolute Nummer 1 hier auf dem Server, ne? Mein Gang ist Ivan. Oh, Alter Schwede. Lol, ich krieg den mein Safe nicht auf. Lol, du hast mich nicht eingetragen. Lol. Okay. Egal. Egal, egal. Was soll's? Alter, also ich habe hier drei Leute gerade killen. Weg dann. Ja, läuft, ne? Komm kurz, TS. Nö. Was, TS? Nö. Bin ich. Ja, er weiß die ganze Zeit nur, weil der Stream jetzt an ist. Nö. Nö, nix ist. Bin TS. Okay, Set. Ich auch. Und er schon den ganzen Tag. Sollst du ihn vorwarnen oder soll ich das tun? Alter, ich verpiss mich jetzt von hier.
Warum liegt denn da jetzt meine Keule? Was war das? Hallo? Da liegt jetzt meine Lucille hier einfach rum. Ja, der Monkey, die Luffy kommt jetzt auch. Wurde der nicht gerade getötet? Ah. Ich hab den nächsten gekillt. Nice. Ja, Kacke. Alle Autos sind zu. Ich kann nichts machen. Ich bin auf Rückzug. Ich bin ja gerade beschäftigt. Ja, genau. Der Zombie ist hier erstmal mitten in der Base. Alter, das war hier abgeschlossen, du blödes Scheißviech. Genau, und ich blute jetzt, weil der im Haus gespawnt ist. Ey, du willst mich verarschen, oder was? Blödes Scheißviech. Aber der Luffy, der war doch auch schon mal hier, oder nicht? Ja. I think? Der Luffy? Der Luffy war auch schon mal hier, ja. Glaube ich zumindest. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch die Fenster zumachen. Ja? Was ist da passiert bei dir? Hey? Mit wem redet der eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay. Ich hab mich zurückgezogen. Als ob ich jetzt dort bleibe, wo der Helikopter mich sieht. Ich weiß nicht, wo du bist. In so einer Scheune. Komm jetzt nicht zu mir, ich versteck mich gerade. Fuck, ey. Das ist jetzt natürlich. Ich glaube, das Prinzip eines Versteckes noch nicht zu gecheckt. Was du willst? Alter Typ. Achso. Wenn ich im Versteck bin, möchte ich da gerne doch alleine sein, oder? Das... Nein. Nein. Das hast du jetzt nicht verstanden. Nein. Also, Versteck ist immer für mehrere. So, weißt du was? Ich muss baue halt jetzt... so 5 dieser Scheißschöne stehen. Ich baue mir jetzt ja ein Scheiß Zelt auf für das Schnauze voll. Ich habe hier keinen Platz irgendwo. So, Zelt, komm her, ich habe dich gesehen. Der Helikopter fliegt gerade in deine Richtung. In meine? Ja, schon irgendwie, ja. Ja, von mir aus. Der Typ bist du mega unauffällig, da bist du mit deiner Antio. Ist bei dir noch einer? Gerade nicht, nein. Ich bin ins. Hat jemand Antibiotika? Nein. Ich bin in der Schule übrigens. Ich renn rot zum Krankenhaus. Ich wurde vergessen, in den Dings einzutragen. Ich kann schon wieder nichts bauen, ja. Ich komme dann sofort hoch. Ja, easy. Mal kurz sehen, wie ich hier lebend rauskomme. Macht dir keinen Stress. Ja. Dings kommt noch, hier, Trizzy kommt noch. Er überlegt, ob er mit Anzug kommt. Da läuft ein Zombie, aber auf der, du bist der mit dem Zombie, ne? Ja, ich hab Zombie-Akku. Ja. Ich lauf gerade rein. Das schon mal vor. Alter, ich glaube, hier sind noch, die Leute kommen wieder und hier ist noch einer. Ich höre irgendwie ganze Steps. Das kann gut sein. Wird sein, dass das ist. Möglich. Alter, jetzt will ich mich ficken, ey. Als ob die Leute sich denken, ich wurde einmal gekillt, ich gehe da auf keinen Fall nochmal hin. Okay, ach, das sind die drei, ne? Die Craig, Koljan und Crank. Ja. Die haben sich alle drei mal kurz selbst getötet, das heißt, die kommen garantiert wieder. Und ich
muss halt sehen, dass ich irgendwie an einen Antibiotika komme. Na klar, würde helfen, ne? Ich bin wie krank. Das Ding ist halt, wir haben hier keins, ne? Hab ich gerade geguckt. Ja, deswegen kann ich kurz zum Krankenhaus. Ich habe Beratzinu. Weil ich wollte nämlich gucken, ob ich mit der Axt was doch was vielleicht machen kann. Das könnte helfen. Damit wir hier die Fenster zukriegen, ne? Ist nämlich scheiße, wenn einer reinschießen kann. Aber ich kenne die Leute. Kennst du einen, kennst du alle? Ja? Ich hab das schon mal gehabt. Sie ist im Haus, er kommt zwar nicht rein, aber du bist trotzdem tot. Muss er dann ihn vorbeilaufen, da habe ich mich auch keinen Bock drauf. Deswegen, ich bleib hier einfach mal stehen. Und warte ich kurz. Helikopter kommt wieder, Helikopter kommt wieder. Ja, okay, der Helikopter wieder. Ach ja. Okay, die töten sich alle gerade selber. Der U-Soldat, das ist den. Das geht nämlich mal mit. Könnte doch mal interessant werden. Wer könnte interessant werden? Was? Ich hab einen Skin mit. Weißt du, wo der gerade ist? Bei mir direkt. Bei mir direkt. Weißt du, ob das Zombie ist? Der fliegt jetzt wieder außerhalb Tarantino. Was? Der fliegt jetzt wieder außerhalb von Tarantino. Wir gucken da mal kurz zu und schauen mal, was da geht. Hört er mir überhaupt mal zu oder so? Nö, vor allem, er ist ein Sägewerk, ne? Der ist mal so locker einen Kilometer von dir entfernt, nur so by the way. Und wir fährten Ural lang. Wo? Berenzino, genau auf der Straße. Auf der Hauptstraße? Wo denn sonst? Auf der Hauptstraße. Ja, bei mir ist der jetzt. Ja, bei mir ist der jetzt direkt. Also. Ich komm, ich bin auf dem Motorrad, ich hab's gerade gefahren. Okay, Monkey ist unten. Also ich hab Zombie-Akku des Hasses. Bist du noch bei dem direkt oder ist der weggefahren? Der fährt gerade weg. Alter, ohne Scheiß, da fährt er mir vorbei. Alter. Der Typ bringt mich dezent auf, ey, ohne Scheiß. Oh, ja, ihr seid so lustig. Oh, geil. Was ist das für ein Verständnis, ey? Ein Wagen fährt, ja. Auf wenn er entgegenkommt, glaube ich nicht, dass er neben mir einfach so stehen bleibt. Wo ist der hingefahren? Ich weiß es nicht. Alter. Das ist wieder meine Bubble Show, ey, das ist geil. Er ist so kurz hinter dir. Ja, ich meine, wenn er nicht in seine Richtung fährt, dann muss er wohl eine von den anderen drei Richtungen fahren tun sein müssen. Irgendwie sollte man das denken, ja. Aber pass auf, er fährt dich da lieber, ne? Also so by the way, also ich guck mir das mal von der Ferne aus an. Das sieht echt lustig aus, was ihr da macht. So, aber... Er hat der Einzige, der was geschissen bekommt, ey, und Scheiß. Hey. Du bist aber ja, sehr böse. Hallo, ich bin für dich gestorben. Nein, dich meine ich ja nicht, aber ich meine die Typen, die hier gerade sind. Ach so, die meinst du? Ja. Mein Gott. So scheiße, ich muss noch mal gucken, wie wir... Weißt du, wo der Ural lang gefahren ist ungefähr? Immer noch nicht. Du hörst ihn doch gerade. Ich höre ihn nicht. Der fährt gerade Richtung Tschernogorsk. Der fährt gerade Richtung Tschernogorsk. Man könnte ihn ja hören, wenn man mal pro Ohren hätte. Könnte man. Rein theoretisch. Alter, ohne Mist. Oh, so geil. Ich hör 2-4 grad mega, ohne Scheiß. Ja, ich weiß, Fährt den Berg hoch. Alter, oh, was? Der fährt den Berg hoch! Ist ja krass. Ist nicht wahr.
Ist ja krass. Die Bank kann das der Ural. Alter, mach mal keinen Scheiß jetzt. Der fährt nicht die Straße lang, sondern den Berg hoch, ne? Ja, krass. Der fährt in den Wald. Aber jetzt noch so im Wald, ey. Boah, diese Erkenntnis. Das ist, ohne Worte. Da also könnte der nächste Origator werden, ey. Wo ist der Ural? Ich finde es raus. Ein puren Gedanken. Der fährt den Berg hoch. Jetzt hat er im Wald. Wow. Müssen wir gucken. Diese Gander-Outfits, ne? Kann ich davon ein paar zerlegen? Dann können wir uns eigene. Kannst du machen. Die ganze Scheiße. Eine Dinger. Ja, weil Chili-Anzug haben wir ja beide an. Also. Und ich finde, die findet man eigentlich recht oft. Heli. Heli. Deckung gehen. Deckung gehen. Sag mal, Flashy. Will der mich verarschen? Der ist mit so einem Moped hier angekommen. Ja, ich weiß. Stellt im Krankenhaus weg, sieht ihn Ural und was macht er? Anstatt aufs Moped wieder zu gehen, ja, läuft er jetzt, versucht er den Ural hinterher zu laufen. Flashy, hier sind zwei Schlüssel drin, ne? Kann ich mir von einem nehmen? Ist da von einer fürs Auto oder so? Sie sind alle beide fürs Auto. Ah, cool. Ah, dann habe ich doch einen Schlüssel. Warte, dann kann ich da. Alter Schwede. Ich höre jetzt einfach erstmal nicht mehr zu. Das ist mir zu anstrengend. Der Ural ist weitergefahren. Oh, gut. Ach so, der Ural ist weitergefahren. Boah, leg mich am Arsch, ey. Statt dann wird extra für uns stehen. Na dann. Alter, der Typ. Die kacken doof. Keine Ahnung, wo der Ural hingefahren ist. Ich glaube, in den Wald da hoch. wie heißt das Teil mit den. Hey, Jerome! Mit den beiden Propellern und nach vorne und hinten fliegen. Wie heißt das denn? Die MV22, ja? Das ist jetzt kein Mate von uns, oder? Nee, ich glaube nicht. Ist hier gerade Richtung. An der Bay. Ich hab den Ural von hier. Ich weiß, ich hab nur keine Waffe mehr. Ich hab mein MG. Dann rotz drauf. Hier ist mein. Alter, zieh doch den Typen einfach. Das ist doch nicht so schwer, du hast ein fucking MG. Alter, du musst den Ural auch treffen. Der Typ will mich echt fahren. Oh, Flöchchen haben eskaliert. Geil. Siehst du? Nee. Alter. Nein. Könnt mich doch alle mal auflecken. Mach doch irgendwas was mit, Mann. Da ist noch einer. Mir geht's gut rum, danke. Mir geht's grad. Ja, der Flashy, der Flashy ist gerade völlig am eskaliert. Und die Mitspieler sind einfach so geil. Das sind richtige Dudes, ey. Das Back hab ich noch nie erlebt, ey. Rotze einfach auf diesen scheiß LKW! Alter, du hast einen fucking MK. Du kannst einfach mal die Reifen ziehen. Das MK48, damit mache ich den ganzen LKW kaputt. Ja, anscheinend ja nicht. Das trifft ihn halt auch nicht. So, ich muss den kriegen wir nicht mehr. Nee, natürlich. Wenn man die Reifen nicht kaputt schießt, dann nicht. Der Bus. Alter. Ja, das ist als halt. Ob ich jetzt in den Bus einsteige, um den Ural nerv. Und der Ural fährt da unten, rotzt doch drauf. Schießt doch einfach mit über die Straße. Mach doch mal was. Sei doch mal nicht so unproduktiv. Oh, ja, schön. Ach, ich freue mich einfach. Oh, Mann. Also, ich muss jetzt nichts sagen, oder? Nein. Gut. Ja. Warte mal, ich möchte gerne. Wir brauchen. Ich bin im Bus, ich versuche ihn zu verfolgen. Oh, das hat er doch nicht ernsthaft gesagt. Er hat er auch nicht, ich habe nichts gehört. So, noch ein Bauholz. Ich hab jetzt mich mal von dir.
Was? Alter, hör mir doch einfach mal zu. Ich verpiss mich jetzt, ich hab von hier. Ich hab keine Munition, ich hab keine Waffe mehr hier. Nevermind. Warum? Alter, ohne Mist. Also vielleicht jetzt. Dings kommt gleich, der bringt dir eine Waffe mit. Der bringt dir Munition. Ja, und Antibiotika brauch ich halt auch noch. Bin halt was zu. Wie jetzt? Immer noch? Fütze ich jetzt nicht. Ich renn die ganze Zeit mit 4000 Leben rum. Und kill Top in die Deck, weil sie nichts können. Ja, mein Gott. Ja, das ist aber halt... Weißt du, was die erste Reaktion von dem Typen war, den ich aus den Ural geschossen hat? Gar nichts. Da hab ich einfach angeguckt. Ich stand direkt einen Meter vor ihm. Der wollte einfach mal Hallo sagen. Hat sich so gemeint, er hier? Auf den Typen brauch ich nicht schießen, der könnte friendly sein. Da könnte ich mich ja auch anschauen. Da muss ich auf mich zielen, ne? Geil. Oh, ist das Hammer, ey. Alter. Oh, geil. Ich hab jetzt schon Spaß mit denen. Oh, aber ich hol ihn nicht hoch in Channel Nightness. Ich dreh sonst ab. Also ich muss echt sagen, sowas Inkompetenz hab ich selbst alles. Oh, wie geil. Ich meine, ich bin vorhin taktisch gestorben. Ja, das war taktisch. Genau. Das war sogar taktisch klug. Das so konnten wir ihn kriegen. Das war die einzige Möglichkeit. Das war einfach outplayed. Ja, weil ich wusste, dass du da bist. Du kriegst ihn sowieso. Ja? Dann opfer ich mich lieber, damit wir ihn rauskriegen, ja? Weil wir wussten nicht, wo er ist. Alter, ich habe bei der ganzen Aktion hier gerade einfach mal 5 Leute gekillt. Ja. Und was hat mein Team erreicht? Genau, sie sind 3-mal gestorben. Yeah. Ja, ich war nicht da. Auf die gute Teamarbeit. Auf die gute Teamarbeit. Ich topf mir erstmal Bier. Oh, wie geil. Ich mach erstmal Bauholz. Ich bin schon am Bauen kräftig. Hallo, hier hat jemand Zucker. Was, Zucker? Ich habe gerade ein Ural gefunden, wo jemand was reingelegt hat. Ja, nice! Ich habe jetzt wieder offizielle Munition, ne? Ja, aber Dings bringt doch welche mit. Ja, Dings, ne? Na, Dings halt. Weißt doch, was ich meine. Der Kränk! 60 Sekunden und er hat den Punkt. Da sag ich ja, mal, geht's. Das ist mir mittlerweile egal. Ich habe uns eine Werkbank gebaut. Da können wir nämlich endlich mal anfangen zu bauen. Weil ich kann hier sonst nicht arbeiten, das geht nicht. So, okay, jetzt muss ich mich das mal wieder beruhigen. Das ist jetzt halt nur ein, das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist ein riesen Aufwand, das so zu bauen. Da bräuchte ich 1 Milliarde Holz, damit ich daraus Bauholz machen kann und dann Sperrholz. Das dauert natürlich richtig lange und ich verbrauche richtig viel Essen, Trinken. Hallo, Herr Zombie, komm hier rein. Guten Tag. Kommen Sie raus, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, jetzt kommen wir auch rein. In der Heli. Komm, in der Heli, komm. Komm natürlich. Mir ist mega leid, dass ich gerade ausgerastet war. So inkompetente Teammates hatte ich vor langer Zeit mal, ja. Ha! Aber ohne Mist, der Ural fährt an ihm vorbei. Er steht mit seinem Kind da und macht, guck. Ural halt nur an. Er guckt ihn nur an. Ja, mein Gott. Hoppala. Oh. Das passiert. Also ich meine, am Anfang habe ich auch Scheiße gebaut. Wo ist denn der jetzt? Komm her, du Zombie. Oh, da. Uiuiui. Hallöchen. Ich habe hier noch ein paar Antibiotika an der Base. Ich guck gleich mal, warte. Mach so, wenn du reinkommst und durch die Tür gehst, bei unserem Bloodpool sind oben an der Decke gepackt, da könnte auch was drin liegen. Ja, bitte sofort gucken, ich muss nur kurz abschließen, dass ich auch sicher bin, dass hier keiner hinterherkommt. So. Ja. Halt nur mal so. Warte mal, Kisten, sagst du? Kisten? Kisten? Hier nix Kisten. Die sieht man kaum, aber die sind. Aber die sind da, sagst du? Okay. Ja. Kisten? Nein, Decke. Okay. Ach, Decke. Ach, da! Ah! Das finde ich irgendwie cool. Ja. Na, das ist. Oh mein Gott, da ist ja richtig viel drin. Ja.
Du musst halt eine Antibiotika drin sein, aber ich hätte... Leute, da ist sogar eine Werkbank drin, na toll, und ich baue extra eine. Na ja, na gut, das wusste ich, ich hab die ja, gar nicht ich gesehen. Ich hab da jetzt noch nicht offiziell reingeguckt, aber... Doch, Antibiotika, zweimal haben wir. Geil, okay. Wir haben sogar schachtige Kräuter. Da können wir die Zerwiede Kleidung können wir zählen. Der Tatwisch ist dann wiederkommen, aber ich erstmal mal prüfen, wie es sich anhört. Kleidung zerreißen erstmal. Ich habe echt keinen Bock mehr, einfach dazustehen. Ja, ist cool, ne? Ja. Das Haus ist wirklich cool. Das ist super nice. Lumpen und Schnur haben wir. Ah, hier ist sogar noch Verbandzeug drin. Nice! Jetzt habe ich wieder zwei Verbandzeug. Sehr schön. So, was haben wir denn in der dritten? Was ist da drin? Sperrholzpakete. Das ist doch für mich. Hier ist sogar GPS drin. Von denen haben wir das hier eigentlich geklaut, sage ich mal. Keine Ahnung. Mir wurde gesagt, dass das irgendwie so ein Clan wäre mit 6 Leuten, die es da rausgeekelt haben. Ah, okay. Und es wäre unklug, da drinnen zu bauen. Ich habe mir aber gesagt, I don't give a fuck, ich baue jetzt da drinnen. Ja, mir egal. Ja. Das ist so scheißegal, wer da vorher drin war. Ja, wenn die weg sind, sind die weg. Also. Ganz ehrlich. Das ist mir. Du weißt ja jetzt, wie die Leute drauf sind hier auf unsere Teammates. Ja, ich hab's jetzt kennengelernt, ja. sie sind auf jeden Fall lustig. Also. Ja, lustig, das beschreibt's gut. Für mich ist es lustig. Ich würde es zwar anders bezeichnen, aber wir bleiben mal lustig. Ihr seid lustig. Ja. Danke, dass ihr da seid. Ihr seid einfach... dass ihr anwesend wart. Ja, ihr schön, seid... dass ihr euch weggeschissen habt. Ja, ihr seid einfach nur lustig. Ja. Ich könnt euch nicht umbinden. Schön, Buttenschießfiguren, ja, könnt ihr euch nennen. Haufen. Bisbee-Scheibe, ist ja auch was, ja. Tontaube. Oh, ich habe keinen Platz mehr, und das alles auf den Boden fallen. Das ist aber nicht schön. Nein, das soll jetzt aber nicht auf den Boden fallen. Nein, 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 nein. Oh, wir haben sogar Tücher. Nice. Wir haben auch dieses komische Zeug da. Wo spannend das jetzt nochmal? So, müssen wir nur Toilettenpapier finden. Okay, ich bin jetzt angekommen. Jo, obwohl wir können auch kaufen Toilettenpapier, glaube ich. Oder? Ja, ich sehe dich, Old Bike. Lol, da steht erstmal nur Old Bike kommt. Und dahinter kommt der Name. Noch wer da? Ja, ich bin ja da. Ja. Der Typ ist mega pisst. Auf mich, weil ich jetzt gegangen bin, weil ich ja fast sterbe, jo. Ja, ist egal. Warum stirbst du auch? Komm mal Discord. Ich bin Discord. Ja, guck mal, sie sind sich einig. So. Banditenkleidung liegt hier. So, wo liegt jetzt das? In der Mitte. Mitte. In der Mitte. Du bist nicht auf dem Discord, sagen die. Ich bin bei euch im Channel drin. Bist du nicht? Hm? Ja, du würdest mich jetzt ficken. Wenn der Typ ja, Digi, kann man bitte in den Discord anschauen. Da war die Mutter im Hintergrund. Gib gleich Essen. Eintrag bitte. Welcher Zerbot-Dümens? Das mache ich jetzt sofort. Was denn? Mich eintragen, ja, in den Klopfpunkt bitte. Ja, danke. Das wäre nice. Du bist nicht Discord. Start mal deinen Discord neu. Genau, start mal Discord neu oder klick mir bei uns auf den Channel und geh in Laberecke 1, dann kann ich dich auch moven. Fahr gerade Auto. Hast du mich eingetragen? Oh. Cool, das ist ein Laserpointer oben drauf. Okay. Mal kurz warten. Ganz kurz gucken hier, wir haben das doch rausgenommen. Ich muss mal kurz essen und trinken. Wir hatten doch das Essen und Trinken.
Red Bull wäre jetzt unklug, das ist verdammt teuer, das Zeug. Obwohl, bevor ich verhungere, ist es mir eigentlich auch egal. Ich bin jetzt mal wieder neu gejoint, aber ich komme ja nicht in den Channel rein, also move. Gut, der Fleshy beruhigt sich gerade, fällt gerade runter. Es macht heute wieder richtig Spaß. Ach ja, schön. So, ich werde letztes Haus verschönern. Anfang, wenn ich eingetragen bin, Blockpull. Dann geil los. Kann auch sein, dass der Bug wieder ist, dass ich den einmal abbauen muss und wieder hinklatschen muss. Das kann auch sein. Einige Bugs gibt es halt leider immer noch immer. Na cool, ich bin wieder komplett wieder voll. Nice. Ich bin schon wieder fertig gedrückt. Ich lerne es auch nicht mehr. Mein Fisch habe ich immer noch, oder? Mein Fisch? Wo ist mein Fisch? Wo ist denn mein Fisch? Mein gebackener Fisch. Mein Fisch, wo ist der denn? Da. Tisch. Mein Fisch. Ja, da, sorry. Ah, halt ich meinen Plattpool ein. Das bauen kannst. Ja, genau. Was ich endlich loslegen kann. Hier. So, jetzt kannst du bauen. Ja, nice. Und nochmal in den Tresor eintragen. Da bin ich irgendwie rausgeflogen. Keine Ahnung warum. Ah, total. Ich kontrolliere gleich mal den anderen Safe mit. Ja, der geht. Den kriege ich auf. Was ist? Hä, jetzt will er schon wieder, dass ich den Code eingebe. What the fuck? Ah, jetzt geht's. Alles klar. Hat einen Augenblick gedauert. Hat ein wenig gedauert. So, Essen habe ich. Jetzt müssen wir kurz durchgucken hier. So, was können wir bauen? Ich könnte sogar... Nee, kann ich nicht. Ja, kann ich, aber das dauert ein bisschen, aber macht nichts. Wir haben Zeit. Das heißt, der Baseball beginnt jetzt. Der Base-Ausbau. Auf jeden Fall unten kommt jetzt die Werkbank hin. Ups, da steht der Flasche durch. So. Gut, dann baue ich die hier hin. Ist eigentlich egal. Ich baue sie nachher wieder ab. Das spielt keine Rolle. Das ist unsere Dudes oder nicht? Wieder? Das ist unsere Dudes oder nicht? Ich verstehe dich gerade gar nicht wegen den Helikopter, oder? Ja, deswegen meine ich ja, gehören die zu uns oder nicht? Die gehören zu uns, haben. Ja, okay, alles klar. Weil ich sag, er guckt jetzt gerade eben. Ja, aber sonst, ich töte alles, das weißt du. Ich kenne ja nichts. Das ist, glaube ich, schießt hinter mir die Tür zu, ja? Jo! Ich hab da vorhin noch was gesehen. Alter, ist er mit Newie? Ja, sich verpissen. Ganz ehrlich. Fällt ja gar nicht auf. Hallo. Feuertonne. Ja, schon angekommen. Nö, ich habe ja geguckt, dass wer es ist. Na dann, ich wollte mal gucken, was ich schönes gebaut habe. Ja, mach das. Sehr unspektakulär bis jetzt. Bitte nochmal, die haben gerade einen Tischkopf gelabert. Sehr unspektakulär bis jetzt.
Das ist ja echt alles von draußen. Wir haben noch nicht. Ja, das geht ja gleich. Ich hab Abstand zu mir, ich will mich kontaktieren. Das geht ja gleich erst los. Eben. Ich hab aber auf den Baum erst gerodet. Achso, du willst was bauen? Achso, warte mal, jetzt wollte ich mal ausprobieren, dieses, Open Fast Crafting. Oh, sexy. Sexy. Darf ich schnell mal kurz mit reingehen, mal rumgucken? Ja, klar, ich mein. Na wunderbar. Große Holzwand. Ey, aber ohne Scheiß, aus dem kleinen Vordach, ihr habt da eigentlich was richtig Geiles gebaut, ne? Ich weiß, danke. Sind halt einfach die Besten. Ich hab noch gar nichts gemacht. Danke, ja, aber ich hab noch nichts gemacht. Ich hab noch gar nicht angefangen. warte mal, warum kann ich denn keine normale große Holzwand herstellen? Was soll denn das? Du kannst F1 drücken und dann dieses Open Fast Grab Ding, da kannst du dann. Ja, aber ich kann leider. Achso, ich hätte auch hier die Holzstapel machen können. Cool. Problem ist halt. Ach da! Da! Eine Holzwand, ein Sperrholz, ein Bauholz. Craft. Das schickt du schließt ab, hä? Ja, sieht doch bis jetzt gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, das geht das Material ist doch Bauweißbau. Gut doch. Ja, kenn ich. Na dann, lass uns das mal wieder in Ruhe weiterbauen, ne? Tschö. Jo, reingehauen. Ich dachte ja, Popisch, um zu kämpfen oder so. Aber die wird zumindest gesagt. Ich dachte ja, Popisch, um zu kämpfen, würde mir berichtet. Hier mit dem Haus, ja, da hat er schon Probleme gehabt mit, aber ja, jetzt seid ihr da drin, also gibt es den Stress groß. Kannst du schon Berenzino rausholen? Den schon Berenzino rauslassen? Ja klar, geht klar. Alles klar. Das auch nicht. Was? Du machst mich doch fertig, dann kann ich das jetzt umbauen, das ist mir zu blöd. Das ist nicht schlecht, aber ich brauche dafür mehr Platz. Ich habe zu wenig Platz. Achso, ich hab gar nicht genug Sperrholz. Achso, da ist das Problem. Ja, Problem erkannt. Gefahr gebannt. Zelt aufschlagen. Du kannst dich, was das im Bauen angeht, kommt raus. Ja, ich weiß, mach ich sowieso. Der Jäger. Wenn ich jetzt gerade nicht das am besten mache. Das ist alles kacke. Aber am besten landen, ich hab hier. Ach, hier. Nee, okay, brauchst mich jetzt nicht mehr anziehen rum und glaub ich dachte nichts mehr noch da. Ja genau. Deswegen ging das nicht, meine Lieben, deswegen. Achso. Jetzt müsste das gehen. Ja, okay. So, jetzt geht das. Große Wand. Dankeschön, tschüss. Vielleicht was Kleines erstellen. Eine Trottelwand. So. Jetzt guckst du Bild zu beim Bauen. Also ganz ehrlich, das geht genauso schnell, als wenn ich das so mache. Das ist eine Verarschung. Wirklich jetzt? Ja, das kann ich auch so machen. Also. Okay. Ja, es könnte schneller gehen. Problem ist halt einfach nur. Also es ist eine nette Idee. Auch bestimmt nice, wenn du direkt aus dem LKW baust oder so, ne? Dann ist das bestimmt richtig cool. Aber so jetzt ist das irgendwie noch. Wie ist das richtig scheiße? Hast du das auch schon gebaut hier? Achso, bin ich. Bist du, Alter, das ist. Ja, also ich habe beides schon hingebaut, ja. Weil so kann ich später auch in Metall. Das Skin, hä? Ja, so kann ich mich auch in später in Metall alles bauen. Weil alles vorhanden ist, dann kannst du mich. Du stellst dich denn hin. Ja. Und kannst dann direkt von da aus gleich bauen. Wenn ich jetzt mit dem LKW daneben fahren könnte und der LKW wäre voll, könnte ich die ganzen LKW leer bauen. Hm. Das war ziemlich cool. Naja, ich hab da hab ich mich lange mit befasst, bis ich das alles raus hatte. Hoppala. Ich hab die Geduld dafür nicht. Ach, easy. Oh, komm her, du Bauholzstapel jetzt hier. Da ist der. Auspacken. Und die anderen treiben hier mit rein.
So, die großen Holzwände kann ich auch mitnehmen. Die verbaue ich gleich schon mal. Damit wir hier Platz bekommen oben drinne. Die einzige Kacke ist halt nur, wir brauchen die 300 Gold, damit das viel, viel schneller geht. Aber dann kann ich richtig fix loslegen. Oh, mit der Kettensäge geht das noch dreimal so schnell, ne? Hast du mich gehört, Flashy? Flashy? Achso. Bestimmt gerade aufgehauen. Ja, ich bin da, ich bin da. Achso, okay. Ich bin da kurz in die Bämme gebissen. Achso! Was spielt denn jetzt? Warum jetzt? Was? Wieso fällt denn hier. Achso. Ach, Sperrholz für das. Das. Auspacke. Dann haben wir gleich drei große Holzwände. Dann können wir gleich schon mal weiterbauen. So, drittel Wand hergestellt. Jetzt haben wir drei große Holzwände. Beziehungsweise dann haben wir eine Holzwand. Jetzt. Ja, wenn wir da jetzt noch Bauholz packen, auspacken, das würde das jetzt alles vereinfachen, weil jetzt kann ich einfach wieder ins Schnellmenü gehen, sagt Fast Crafting. Oh, was war das denn jetzt? Hey. Zieht da jetzt einen im Weg oder was? Fast Crafting und sag jetzt, ach so. Ja, nein, ja, du kannst aus dem Vehikel später rausbauen und aus dem Backpack auch. Ja, das erleichtert die Sache natürlich. Jetzt habe ich es raus. Jetzt verstehe ich das Ganze. Oh, das erleichtert die Sache wirklich. Wenn ich mal alles einzeln hole, alles zu kaufen. Ja. Richtig, da kann ich nämlich alles. Alles so draus bauen. Das ist dann natürlich cool. Ja, dann ist das wieder geil. Du kannst den ganzen Rucksack voll machen mit Holz, ja, und dann sagst du halt einfach hier zack, 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 mach mal. So, und schon haben wir drei große Holzwände. Easy. Dürfen. Okay. Zombies, verpisst euch. Das ist nicht so. So, ich wollte jetzt eigentlich, also das muss ich überlegen. Also wollen wir, wenn wir hier wieder rausfahren wollen. Ah, der Zombie ist da. Hab ich mich gerade schon. Ah, da ist ein Zombie drin. Soll ich ihn töten? Ja, ist egal. Ich kann ihn auch klatschen, ist egal. Töte ihn jetzt. Ja, mach das. Okay, nice. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir hier rausfahren mit den Autos. Ja, dass wir den tanken können, alles drum und dran. Und hier vorne denn auch sogar die Werkbank und Feuerstelle, können wir mit einem Auto ranfahren und alles direkt aus dem Auto bauen. Okay. Ja, das wäre auch möglich, aber wir müssen hier irgendwo zumachen. Weil das hier bauen brauchen wir eigentlich eh nicht, ne? Dann können wir auch entweder wir machen das hier zu. Oder bauen hier später noch eine Tür rein, das geht auch. Oder was willst du? Ich lass mich da überraschen, was du das machst. Ja, das ist das Problem. Ich will dir jetzt nicht reinreden, du hast mich schon ein Bild von der Base. Ja, ich hab ein bisschen. pass auf, ich erklär's dir. Easy. Also, pass auf. Wir kommen ja meistens von hier angefahren. Entweder von da oder von da oder ähnliches. Ja? Genau, von hier oben meistens. Genau, wenn wir mit dem Auto angefahren kommen, fahren wir hier durch. Ja, hier ran. Hier stehen, können wir hier direkt tanken. Ja, weil hier vorne kommt die. Hier vorne. Ja, da kommt die Treibstoff-Dings hin. Da 25 Meter Radius hat das Teil. Das heißt, wir können hier, setzen wir hier mit dem Auto stehen tanken. Ja? Nice. So, wenn ich hier jetzt die Werkbank hinstelle und hier neben die Feuertonne, kann ich das Auto daneben fahren und aus dem Auto direkt rausbauen. Dann kann ich direkt daraus craften. Das erspart mir viel Arbeit.
Dann kann ich jetzt entweder hier dicht machen. Ja, weil wir hier eigentlich eh nicht lang müssen, weil hier kommst du eh nicht rein. Ja, bitte. Alter, mach jetzt nicht, ha. Weil, das war das Glückste. Ja, ich meine, später können wir eh mit Beton machen. Aber da kann hier keiner durch. Ja? Da kann ich hier eine Wand reinziehen und fertig. Beziehungsweise wir machen das anders, denn falls wir diesen Platz hier brauchen, für irgendwelche, ich sag jetzt mal, für Schuppen oder so, machen wir es mal anders. Große Holzwand bauen. Ja, pass auf. Ziehe ich die da rein. Mach sie 1-2 tiefer. Und sag bauen. Da kannst du hier hinter Schuppen bauen. Musst du halt nur ein bisschen Abstand halten. Und dann kannst du hier sogar Zelt hinstellen oder ähnliches. Ja, hast du jetzt die Wand gecraftet? Wie funktioniert das? Pass auf, ich habe hier große Holzwände da drin. Oh, oh, bist du nicht dran? So, große Holzwände habe ich hier drin. Einfach Rechtsklick drauf, große Holzwand herstellen. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich will einen Türrahmen herstellen. Okay. Dann kann ich da eine Tür reinsetzen. Na, ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier noch möglich ist. Ob du. Ja, cool, die könnte ich sogar wieder ausbauen, die Tür. Und könnte hier sogar noch eine Tür reinsetzen. Ah. Ja, dann baust du die wieder ab. Bei einigen Mods ist es so, dass du das, was du abbaust, die Sachen wieder bekommst, bei anderen nicht. Das ist mal so, mal so. Ja, du kannst die jetzt auch noch erweitern. Und das Autoglas, dann kannst du hier eine Scheibe reinsetzen. Kannst sogar durchgucken. Das ganze Problem ist dabei halt, bei den Autoglasscheiben, da kannst du durchschießen. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, und das ist natürlich kacke. So, und wenn ich jetzt sage... Kannst du auch schon die Holz durchschießen. Naja, richtig. Oh, wenn ich jetzt sage, alles klar, ich will die Holzwand bauen. Ja. So, jetzt geht's los. Jetzt kann ich sagen, Snap Building. Alles klar. So. Gut, jetzt kann ich das nach oben schieben, ne? So, jetzt sage ich aber, ich könnte jetzt sagen, alles klar, das soll da oben rauf. Und dann sage ich aber, nee, so soll das aber nicht. Jetzt sage ich, alles klar, ich gebe jetzt den Vektor ein und sag Pitch Forward. Pitch Forward. So, und sage jetzt, alles klar, du sollst dich jetzt an die grüne Kugel da heften und sage, so, ich könnte es auch da oben kommen. Ne? Geil. Und sag, okay, die will ich aber gar nicht. Ja, ich sag nämlich hier, du sollst daran. Hey, warum nimmt denn immer den oberen Punkt da? Ist doch doof. Mal wieder runter. Dann muss man die andere Kugel anzeigen. So, ansonsten muss ich das so per Hand ansetzen. Das geht natürlich auch. Dann sage ich, okay, alles klar. Ich muss noch weiter rüber. So. Ah, siehst du? So. Guck. Oh, und schon hätte ich das hier oben zu. Und schon hast du das hier oben zu? Kann keiner reinspringen. Es gibt nämlich welche Experten, die den Heli umkreisen lassen und der andere kann rausspringen. Ah, okay. Also, das wird ja funktionieren. Ja, vom Prinzip her. Ja, außerdem kannst du dennoch eine Leiter oben hinbauen und oben kannst du die zweite Etage rübersetzen und kannst das alles erweitern. Geht nämlich auch. Ich meine, wenn du jetzt sagst, hey, wir bauen die Base und sagst nachher, scheiße, ja, das reicht der Platz nicht, baust du oben eine zweite Etage noch rein und hast eine zweite Etage. Ja, dann baust du eine Rampe oben rauf und kannst mit dem Auto gleich direkt nach oben hochfahren. Als Garage. Ah. Das geht auch. Ich kann dir bauen, was du willst. Ja, wenn wir das hier erstmal abweitern und halt eine Garage anbauen. Ne? Ja. Ja, wenn wir hier die Garage bauen, ist das auch nice. Ja. Na, dann, so wie das Auto jetzt steht, ist das eine Garage, ja, dann machst du das dazu und fertig. Genau. Aber halt so bauen das halt drei Bergen da drin. Ja, ja, logisch. Es kommt ja eh noch breiter, ne? Also es kommt ja, ich kann auch hier jetzt noch die Wand ransetzen und dann müssen wir hier rausfahren. Einen noch weiter, ist auch kein Ding. Ja, wir können auch wie baust du jetzt, setzt du jetzt hier an den Schuppen oder an der Wand? Ja, pass auf, ich baue die jetzt, die nächste, die ich jetzt noch habe. Ja. Ich mal kurz gucken, richtig rum. Ja, alles klar, passt.
So, ich kann jetzt einfach sagen, okay, wir bauen die Snap-Building, das wird nicht passen. So. Nee. Na, der Schuppen ist nicht ganz gerade. Man braucht halt manchmal übelst viel Geduld. So, der andere Schuppen ist jetzt nicht ganz gerade, das heißt, ist ein bisschen doof. Ja, und jetzt zieht das jetzt ein bisschen runter. Ja, so, dass das mit dem Schuppen fast gerade ist. Und sag jetzt, so, jetzt geht's los. Jetzt sage ich, hey, pass auf. Ein Grad nach vorwärts pitchen. Okay, pitch back. So, das ist jetzt halt schief. Das Gebäude da vorne ist jetzt schief, ja. Und ich passe die Wand schief an. Na, ich spiele jetzt sogar mit den Winkeln. So, jetzt stelle ich sie kurz hin und sage, okay, das ist jetzt verdammt schief. Ja, aber so ist der Schuppen halt, ne? Weil der Schuppen schief ist, ja. Habe ich die Wand jetzt auch mit Schiefdingen gebaut. Wollen wir das so schräg lassen oder wollen wir das gerade setzen? Ja, wir setzen das gerade hin, weil schief ist immer so eine Sache. Schief, ich kann ja auch einen Berg runterbauen oder so. Also mit Gefälle und allem drum dran. Erstens, das dauert richtig lange. Ja. Zweitens ist, das ist sehr viel Aufwand. So, alles reset. Zack, okay. Ist sie wieder gerade. So, jetzt muss ich einmal kurz mich selber versetzen. So. Einmal Snap Point, mal gucken. Ah, er sagt, das ist der Snap Point. Das gefällt mir aber nicht, das ist nicht gerade. Ja, hier ist auch eine Lücke drin. Ja, das kommt jetzt gleich weg. Mal, guck mal bitte da. Passt so? Ups. Ja. So, immer noch? Ja, passt alles. Gut. So. Easy. So, und das passt jetzt so ungefähr sogar mit der Höhe. Okay, mit der Höhe jetzt nicht ganz. Das ist aber egal. Ja, wenn es ein bisschen schief oben ist, spielt keine Rolle. Interessiert sowieso keine Sau. So, jetzt haben wir die aber fast zu weit runtergesetzt. Problem ist halt, ich kann sie nicht mehr abbauen. Aber so haben wir halt die Schuppenhöhe, ne? Und die ist eigentlich völlig okay. Ich meine, ein LKW könnte man von da aus beschießen, deswegen machen wir da auch ein Dach rüber. Ich kann das Dach. Okay, ich habe aber auch nicht vor, ein LKW zu kaufen. Also Menschen finden ja einen. Ja, ja, richtig. Den zu nur. So, und so haben wir schon die ersten drei Dinger versetzt. So, und das ist ja alles standardmäßig. Nachher reiße ich die ganze Kacke ab und baue das alles in Stein. So, der Nachteil an Holz ist halt, du brauchst Ewigkeiten zum Abbauen. Glaube ich. Ja, also Kettensäge. Die Frage, lohnt sich zum Kettensäge zu gehen? Was? Capcoint kriegst du auch mal drauf, was das? Ja, wer weiß ich nicht. Wenn ich machen lassen, dann das Zeug klaue, haben wir natürlich richtig viel Plus gemacht. Was dann geht, wisst ihr? Ja, ja, richtig. Weil so dauert das halt für mich ewig, ne? Na eben. Wo muss ich jetzt die ganzen Bäume fällen? Das ist jetzt. Leute, wollt ihr die Waffen nun auf den Captain-Stand haben oder nicht? Ich würde sie nehmen. Ja, soll ich zu dir hochkommen und dich mitnehmen nach Berlin-Kino? Ja, das war lieb. Ja. Okay, ja. Okay, bin ich da. Ah, cool. Ah, guck mal, verdursten tun wir fast. Alter, das ist. Aber es gibt gut Holz auf jeden Fall. Ich hab dringend in meinen Rucksack, wenn du was brauchst. Mhm. Oder werden wir aber auch offline ganz viel streamen? Ganz viel Farm, meine ich. Ganz viel Farm. Denn das ist natürlich langweilig, sich das anzuschauen. Warte, bleib mal kurz stehen, oder? Weil das. Ich muss kurz was in den Rucksack tun, weil ich halt gleich brauche, oder? Ja. Das nimmst du doch bestimmt mal mit zu. Bitte schön. Jo, danke. Erbsen und Muffins. Mmh, mein Leibgerücht. Mmh, Muffins. Lecker aus der Dose. Wir essen das halt.
Ping to High, 1641, das ist ein guter Ping. Da muss ich nicht spielen. Kein Wunder, dass ein Ural davor ein ist nicht richtig. Bitte? Kein Wunder, dass ein dass er den Ural, der direkt vor einen steht, nicht trifft. Ja. Das würde ich damit auch nicht treffen, ganz ehrlich. Ja, Mist, da stand 10 Meter entfernt. Du fragst mich ernsthaft, wo ist der Ural? Na gut, bei so einem White Pink, ne, da siehst du gar nichts. Ja, das sind 1600, das sind 2 Sekunden, ne? Das ist eine Menge. Ja. Bei solchen Game auf jeden Fall. Pass mal auf. Ja, natürlich. Oh, sanieren. Wir müssen die Türen sogar sanieren. Das ist ja geil. Das müssen wir alle 2 Wochen richtig machen. Also, sonst verschwindet unsere Base. Ja, ich weiß. Wir müssen auch die ganzen Inventare aufräumen, ne? Also, das muss dann alles, Weißt du, wie das funktioniert? Ja, weiß ich. Na, ist doch gut. Alles. Dass du was dazu brauchst und ich hab besorgt. Jo, machen wir alles. So, Speerholz, brauchen wir erstmal nicht. Ich wollte eigentlich aus Bauholz. Halt, warte mal, wir haben ja nur Holzstapel. Das heißt, wir müssen erstmal Bauholz erstellen. Und da machen wir 10 und los geht's. Und nochmal. Und nochmal. Okay, alle. Sehr schön, jetzt kommen wir da raus. Bauholzpakete sind natürlich immer nice. Ja. Sehr schön. Ja, das war jetzt easy. Aber das geht wirklich schneller. Ich habe mal ganz kurz alles im Kampfrucksack habe ich mal ganz kurz in Bauholzpakete gemacht. Ja, mit vier Klicks quasi. Das ist natürlich richtig geil. Und das ist ein geiles Ding. Ein geiler Mod. Der gefällt mir. Bauholz werde ich in den linken. In die linke Kiste packen. Leute, ich muss mal kurz bei meiner Base zwischenlanden. Ich muss mein Heli reparieren. Ich wurde gerade beschossen. Kacka. So, das werden wir alles hier reinpacken. Bevor es mal kurz meine Phase runter. In den mittleren Linien. Was ist klar, ich warte auf dich. Ja, okay. Die mittleren können wir da ein bisschen reinpacken. Und den rechten können wir. Ja, ich hab's verstanden. Essen reinpacken. Und den Rest. Glaube ich ein bisschen mehr Platz. Da. Perfekt. So können wir weiterfahren. Ja, und das ist eigentlich das Ganze. Oh. Jo, die Waffen sind jetzt leider weg, da hier der Capture Point despawned ist. Dass sich der Flashy immer umziehen muss, ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem von uns ein paar Waffen haben. Ist kein Problem. Alter, der Flashy, ja, der macht mich fertig. Bin kein schlechter Spieler, also. Ja. Ich hab mich voll erschrocken, ohne Witz. Da zieht er sich einfach um. Ja? Wie findest du mein Gesicht? Voll cool. Ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus, ja. Hab ich selber gemacht. Selber mit weißblauer Farbe gemacht. Ja, ey, wenn du dich dauernd umziehst, ja, wie soll ich da durchblicke? So, wir werden aber später weitermachen hier. Beziehungsweise sanieren. Wie viele Wände hast du jetzt gekostet? Jetzt erstmal, das ist nur die 3 erstmal. Aber ich werde weitermachen. Aber das meiste mache ich offline. Das ist zu langweilig. Ja, das wird zu langweilig, ja. Ja. So, war die Frage? War der hier eigentlich leer? Fragezeichen? Nö. Nee, da ist eine Person. Vor allem die großen Waffentasche, die müsste eigentlich, wird sie da drinnen lassen? Am besten safe oder so legen oder nicht wissen. No. Also mir persönlich ist das egal. Ja, mir nicht so. Ich brauche immer einen Rucksack, vor allem den großen.
Das einzige, was ich brauche, ist Platz für eine Waffe. Ja, ich nicht. Ich brauche Platz. Ohne Ende. Warte, ich würde mich halt gerne. Muss ich hier nochmal aufmachen? Ja, ich zeige euch nochmal den Weg, weil der ja so toll ist und wir den noch gar nicht gelaufen sind heute. Dann laufen wir den halt nochmal. Weil der halt so klasse ist. Oh, der ist so hübsch. Da hat er so toll gebaut. Die Zeiche. Ey, wir haben ja sogar noch eine große Waffe. Ja, dann scheiß drauf. Na, jetzt haben wir zwei große Rucksäcke. Kack drauf, mehr brauche ich nicht. Was willst du da jetzt so machen? Zum Cap Point oder? Ja, wir können jetzt hier Farm gehen, was weiß ich. Kohle, klatschen, was weiß ich. Irgendwas. Alles klar, aber da muss ich sagen, wir lassen den SUV hier stehen. Ja, okay. Na gut. Ja, ich bin halt so ein Safety-Spieler aus First. Ja, ich überlege jetzt gerade, was für eine Waffe ich jetzt nehme. Nehme ich das, aber ich nehme das an. Obwohl, das ist eigentlich kacke. Ich muss mal kurz gucken nach einer anderen Waffe. Mal ganz kurz checken hier. Die ist scheiße. Die ist Rotz. Die ist aber mega kacke. Und die, oh, die ist ja noch über mega kacke. Also nehmen wir doch wieder die hier. Weil M16 ist genauso kacke. Also behalten wir die. Ja, nice. Sehr schön. Schön, dass wir uns geeinigt haben. Ja, ist meins. Da, Muni rein und alles klar. Auto abschließen. Oh, wo sind wir eigentlich hin? Auto, Autoschlüssel, soll ich die mitnehmen? Ne, am besten safe oder ja, hab ich grad deine Truhe da, deine Kiste. Ja, also ich laufe nochmal. Ich laufe nochmal los, Augenblick. Ja, was man nicht den checken Weg. Ah, ja, weil was man nicht im Kopf hat, hat man den Beinen. Oh, das Safe war eh nicht zu, siehste? Ich hab doch was vergessen. Abschließen. So. Aber jetzt können wir gleich los. Jetzt gleich sofort. So, Flashy, ein Rally jetzt nach dem 100. Mal. Ich habe sogar Munition mit. Geil, sogar jetzt mit der Regel zugeht, ne? Das ist aber neu. Oh, gut. Cool. So, also. Ups. So, wir laufen hoch den Capture Point, würde ich sagen. Null! Drücke die hast Null! Hast du mal alles? Hast du Night Vision geholt? Hab ich. Night Vision hab ich. Alles klar. So, ich laufe mit der Null, ne? Ich bin faul heute. Ja, mach ich genauso. Ich hab heute genug gelaufen. Warum bist du so schneller als ich? Das ist eine Verarschung. Ah, ich bin dicker, deswegen. Ah, ich sehe. Oh, hier. Da hat das an. Obwohl, ich muss auch gleich unterwegs nochmal was trinken hier. Die Synchron, das gerade ist. Ist doch nicht rot. Was? Synchron? Ja. Da laufen sie. Du. Da. Busch und Soldat. Laufen bald. Die Geschichte will weiter. Ich bin ein Baum. Fretter Baum. Kulian starb durch eine Explosion. Oh, das ist aber böse. Was? Dem Kulian starb durch eine Explosion. Starb durch? Ja, das wird der ist durch gestorben. Also starb durch bla 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 normalerweise durch eine Explosion. Wow. Also das durch macht schon Sinn, aber jetzt nicht in dem Zusammenhang. Wow, da muss ich auch rein machen. Dudes, ich weiß nicht. Ich hab schon eine Lampe, danke. Nein, ich bin nicht blind. Jungs, wo ihr bin? Überall, ich bin im Wald. Ja. Ah, okay, gut. Wir sind ein Wandervogelfeind. Die eine wandern und wir machen das andere. wo bin ich denn verblendet, ne? Ich bin der Gangster. Ein Fetcherpoint, Charlie, oder was? Alter, das sind ja 1000 Kilometer! Charlie oder Bravo? Ich
euch irgendwo also mit hinnehmen, oder? Wenn ihr alles gut, wenn ihr alles gut ansteigt mit euch, wird echt schwer. Ich versag. Ach, diese Erben bemerken uns, wenn schon gar nicht. Ja, aber auf jeden Fall nicht, Das Riesenlicht nicht, sieht keine Sau. Nee, wenn er unten damit mischt. Oh, guck mal hier, ein Flugzeug! Hier ein Flugzeug. Da, ein Flugzeug. Fliegt der Chef vor. Ich hab's. Nee, die geht noch. Bitte? Da steck ich nicht ein, ohne Scheiß. Ich flipp die, pass auf. Ein paar Bäume. Ach so, die Chessna ist und die hat man dabei stehen. Schieb. Ist die abgeschlossen? Nee, du kannst rein. Aber ich glaube, das wird kritisch. Nee, ich mach's besser nicht, sonst schreib ich schon noch. Ja, warte mal, F1, wir konnten das Ding doch flippen. Dann flipp's mal, ich geh mal kurz in die sichere Reichweite. Nee, es geht nicht. Also. Ich wollte da flippen. Los, drücke die 0, drücke N und es werde Licht. Da rechts neben uns die Base. Ja, sage ich ja. Hier sind 1000 Basen hier. Da waren wir vorhin schon. Bin ich hier nicht gestorben taktisch? Ja, praktisch gesehen, ja. Ja, das war taktisches Sterben hier. Fast faktisch. Das setze ich auf YouTube, wir haben uns angepirscht, haben den Loot geklaut, ich bin gestorben, taktisch. Und dann bin ich taktisch aus dem Spiel rausgeflogen. Ja. Weil das Spiel gesagt hat, nö. Kann das sein, dass du so einen Capture Point wollt? Ja. Nö. Ja. Ja. nö. Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, wo ihr hin wollt, weil es so durch die Gegend läuft. Wollt ihr ein SUV haben, um die Sachen mitzunehmen? Ich bin groß. Ja, ja. Ja, dann kommt mal zurück und wir geben euch einen. Ein SUV? Haben die ja mit? Ach, das ist deren Base. Naja. Ach so. Wie gesagt, die gleiche Bautechnik findest du bei allen unseren Teamkameraden, weil die so kreativ sind wie schon scheiße. Ach so. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum die Türme alle gleich aussehen. Statt ich war schon unkreativ, dann hab ich das gesehen. Ja, kein Kommentar. Siehst du, das ist natürlich auch aufgehört, die Wand. Aus der Wand kommt noch ein Flur. Also wenn ich sowas hier auf so einen Betonklotz hier einfach hingesetzt. Oh, mega. Ihr könnt mal beim Joel was lernen, guckt euch mal die ganzen Streams. Oh, Alter, Spiel ist das dunkel. Ihr könnt euch mal die Streams von mir angucken, ja? Die sehen mal, wie man baut. Du kannst ja auch bestimmt nicht wünschen, oder? Das, was du dir eigentlich nicht darfst. Weil es steht überall, ja, dass du nicht mit Metall bauen sollst, oder was mit Metall. Meint der den da, oder was? Ne, das war die Rede von der SUV. Das ist ja SUV. Oh, wartet, ich pack euch einen aus. Den könnt ihr dann auch behalten, wenn ihr wollt. Oh, Dumpfig. Wie der Pock? Was sind das für Dinger? Hey, Jutti! Was? Schau dir mal. Das sind neue, die sind neu. Die können wir auch bauen. Das sind virtuelle Garagen. So. Na, Jutti, wie geht's dir, mein Freund? Schlüssel ist drin, viel Spaß mit dem SUV, könnt ihr behalten. Jo, danke. Danke, so. Danke. James, fahren Sie mein Auto vor. Bitte, bitte. Jetzt werden überfordert den Heli klauen. Beide ab, nein! Heli, zack, meiner! Gerackt, boys! Ripped! Sagen können, das hätten wir kommen sehen können. Danke, papp, beide rausgeschossen, die ganze Base leer geräumt. Und da haben wir aber richtig fein, dann können wir uns neu zu versuchen. Ach, geil. Oh, stell dir das mal vor, ey. Wie geil das käme. Ah, ne, wir müssen der Ast. Das sind zwei Points gleich nebeneinander. So. Also das ist auch was, die wir killen müssen. Fahr jetzt da oben einfach mal in die Kuppe und dann mal gucken. Sergi!
200 Meter, das ist ja nicht weit. Jojo, alles klar. Im Aussteigen. Lol. Oh, 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 ich bin fast rot. Was passiert? Nee, alles gut. Ich hab nur nichts getrunken, ich Dottel. Hier, Kalle Kalsen war hier ein bisschen durstig. Der Busch hier. Pass auf, hier sind irgendwo Bots. Oh, okay. Ich werde sie eh nicht sehen, dafür bist du da. Ah, das ist so ein Ding. Jetzt verstehe ich. Ich sehe sie. Sehr schön. Besser du als ich. Da hinten ist auch noch eine Base. Ignorieren. Ne, ich guck einfach nur mal rüber. Oh, das ist so. Das ist aber. Was? Hier steht ja so ein Dingskästchen, so ein Schotzi oder wie es denn heißt. Und Mutzi. Ist aber nicht unser, oder? Mal trotzdem nochmal schön gucken, ob da nicht irgendwas ist. Tom. Tom Bös. Die Leichen da verstecken. Ja. Ich werde es haben. Oh, Schlüsselmacher-Kitten. Nice. Oh, und natürlich was für mich. Und Ephedrin und gebackene. Und oh, ich bin voll. Nein, war Spaß. Leiche, verstecke. Oh, den Zug. Weg mit dir. Hä? Willst du mich jetzt verarschen und pack den endlich weg? Ach, oh mein Gott. Warst du das? Flashy? Ja, das sind noch ein paar Bots gewesen. Also, alter Schwede, hast mich erschrocken. Du weißt, wie close das war. Oh. Wir waren fast noch raufgegangen, mit Scheiß. Da kommt ein Heli. Ja, das ist einer von uns. Vertraue niemand. Wo? Kommst du dich? Klatsch ich dich ab. Easy. So, ich hol kurz den Wagen her. Ja, ich verstecke mich im Klo. Du bleibst ja. Nee, das ja. Kannst du nicht. In den kleinen Häusel liegt noch eine Waffe. Im kleinen Häusel? Was? Achso. Ja. Ah, das Haus meinst du? So 10 Minuten muss man hier bleiben und warten. Joey, Joey! Holt sich alles. Denn das A in Joey Duel steht für Gefahr. Ja. Was denn auch sonst? Oh, kannst du lieber sagen, wunderbar, das klingt sehr, sehr gut. Das klingt logisch. Aber wir müssen ein bisschen Spaß haben. Spaß ist die Hauptsache. So schaut's aus. Das werden wir auch Samstag haben. Samstag, Jörgi. Ja, kommt RP, Jörgi. Ja. Da hätte ich ja fast meinen Dude erschossen. Ich packe hier einfach mal. Ich packe in das geschlossene Fahrzeug nichts. So, ich verstecke mich. Oh. Oh, pass auf. Ja. Oh, richtig taktisch. Hast du die Waffe schon genommen hier bei dem Dude? Achso, richtig, die haben wir vergessen wegzupacken. Du, weg. Tschüss. Ist ja alles kein Problem. So, und jetzt hier. So, ich wohne jetzt hier. Der Igel wohnt jetzt hier. Das ist mein Haus. So, Dalle. Konnte man nicht eigentlich auch... Ja, wir spielen am Samstag ein bisschen RP, ich und der Fischi. Wir haben uns da lustige Storys ausgedacht, wir werden ein bisschen... Darauf freue ich mich schon. Wir werden uns ein bisschen auf einen Server auslassen. Weißt du, wenn wir Glück haben, können wir hiervon auch eine Captain kriegen, also... Mhm. Worum lohnt sich? Ja, wir wollen mal das RP ausprobieren, also nur so, nur just for fun, das wird nicht immer kommen. Nur mal so, wie wir Bock haben. Aber die Story ist halt nice, die wir uns ausgedacht haben.
Oh ja, darauf könnt ihr euch schon freuen. Ja, die Story ist real. Ja, das wird. Wir haben uns ja ein paar Sachen einfallen lassen. Dreiviertel Stunde, da ist schon der Server schon wieder down. Das ist ja Wahnsinn. Meine Frau ist immer noch so. Ja, genau, nur so ein paar Stunden so. Genau. Nur so 1000 Stunden oder so. Ja, mal gucken, wie lange sie uns auf dem Server lassen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, bei der Story. Ich gebe uns 5 Minuten. Ja, ich gebe uns 10 Minuten. Ich die Leute verstehen das halt noch nicht, wie wir. Also, wir heben dieses Roleplay auf die nächste. Next Gen, ja. Das, auf die nächste Stufe. Ja, wir machen das wirklich nur ab und zu. Wir haben uns dann eine Story einfallen lassen und wollen die jetzt umsetzen. Also, ich habe da mehrere Stories am mir ausgedacht. Aber eine bringen wir jetzt am Samstag. Meine Frau ist nicht da und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Also haben wir gesagt, machen wir mal Arma 3 Roleplay. Wir haben da richtig lustige Sachen vor. Mal gucken. Die werden uns hassen, wenn sie uns nicht sogar bannen vom Server. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die freuen sich über jeden. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, die freuen sich mal über ein bisschen Abwechslung. Oh, Telefon.
wieder. Wollt ihr einfach nur über den Server treuen? Jein, also wir haben uns da schon richtige Stories einfallen lassen und wir werden die ganzen Server beschäftigen. Was heißt denn, oder? Moment. Ah, das wird, Wir bekommen Besuch. Oh, okay, wo? Du weißt ja noch hinten im Wald. Ja, okay. Ja, ich bin da eh drauf. Also können Sie ruhig kommen. Ja, wo wir herkamen, war da eine Chestnut. Die Chestnut hab ich gerade gehört. Alles klar. Der Typ ist tot. Ja. Das ist gerade hochgeflogen mit 1000 Teile. Okay, aber ich hab, also wenn du nach vorne guckst, zum Haupteingang hab ich hinten hier, wenn sie da durchkommen wollen, da bin ich ja auch durchgekrabbelt. Das sind die beiden einzigen Eingänge. Und ich hab den im Blick, auf jeden Fall. Also, rumtreuen, nein! Also das ist so... Es ist halt... Das gehört zu einer Story dazu, also... Ich werde die Polizisten auf jeden Fall ganz schön in 60 Sekunden. Also wir werden richtig anstrengend für die sein. Wenn, glaube ich, den ganzen Server so blöd beschäftigt, derzeit ja. Wir drauf sind. Wir werden da alle Leute, die da sind, werden wir beschäftigen. Aber wenn das noch nur Panzer wusst, das ist uns egal. Ja. Ja, glaube ich nicht. Die freuen sich, wenn was los ist. Ja. Wir haben da schon ein paar Ideen, haben wir schon zur Seite gelegt, so. Ganz viel spontan auf jeden Fall. Auch sprich. Oh, was du das? Ja. Alter Schwede. Leute, hier läuft sie hier einfach durch, ja. Ich wollte schon abdrücken. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Tannebaum. Also wir werden das nicht immer streamen, also auf gar keinen Fall. Wir machen natürlich Arma 2 weiter. Arma 2 und noch ein paar andere Sachen. Arma 3 wird auch bestimmt nochmal kommen. Ich habe da auch noch ein paar Sachen. Ja. Scheiße, ist ja ein Waff dran. Na, war das mit dem Moral? Was? Haben wir? Ja. Keine Waffen? Aber kein Glück. Eigentlich nur beschissene Waffen, die wir absolut gar nicht brauchen zum Teil. Oh, eine Glühbirne. Da fährt sich schon los. Ein Spaß. Alles klar. Oh, aber zwei Angeln. Ah, wenn meine mal kaputt geht. Das ist super. Zwei Angeln, das ist immer gut. Die nehme ich mit. Okay, lass verpissen. Und Autoglas können wir auch mitnehmen. Und die Munition nehme ich raus. Okay, ich gehe ab. Wir haben alles. Applaudier. Ein Pass, aber wo ihr einen Server findet, die nicht so viel aktiv ist, wunderbar. Ja, ja, ich weiß. Obwohl ich streame auch, also mir Gott. YouTube, ja, von mir aus gerne. Ja, ich würde meine Werbung reinkloppen, da kenne ich nichts. Ja. Hallo, bin ich jetzt im Fernsehen? Hallo. Bin ich hier aufgenommen? Ja, ich bin ja auch auf YouTube, also. Aber ich glaube, es ist bei Twitch. Batatabitsch. Ja, das war ja easy. Also Capture Point ist ja mal Banane, ja. Ja. Das sind halt wirklich schon die Ziele da rumrennen, das sind 5. Hi Lunatic! Stück. Das ist jetzt keine große Herausforderung, weil das machst du wirklich in 1-2 Minuten eigentlich. Ja. Ja, das war wirklich easy, ne? Also die Bots sind auch übel schlecht eingestellt, also stand halt wirklich direkt vor 42 Jahre Zeit, Zielen nachzuladen. Ah, okay. Aber da hast du aber Glück gehabt, ne? Ne, die Bots sind wirklich scheiße eingestellt. Ich mein, bei einigen, ja, da siehst du ja, ne, abgeknallt 542 Meter. Alles klar, läuft. Ich weiß aber auch nicht, was die machen. Ja, keine Ahnung. Ich mein, es kommt auf die Farbe drauf an, ne? Weil die Farben haben ja was ausschlaggebend. Ja, ist kein Witz, die. Oh, das sieht so schick aus. Ich hab's nicht gebaut. Ja, das wird man sehen, wenn ich es baue. Mein Ingame-Name, Joey Doi. Also ohne die 9. Einfach nur Joey Doi. Und mein Mitspieler Flash Plays. Guten Tag. Wir sind ja auch schon eine Spielergemeinschaft, wir haben ja schon mehrere Kumpels getroffen, aber wir haben auch Feinde. Die haben uns auch natürlich, jetzt Flashplay ist natürlich gleich am ersten Tag gewonnen für uns.
Ja, er hat sich gleich mit drei angelegt. Ja. Einer reicht ja nicht. Nein, es müsste eine Dreiergruppe sein. Ja, gleich mal mehr den geklaut. seid ihr gerade mit einer SUV hier? Hier? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wir fahren gerade zu ihm. Also der ist rechts von uns. Der Dude, da wo der graue Punkt ist. Na, wir sind nicht so wirklich noch näher, dass er uns eigentlich hören durfte. Egal, passt. Los. Der ist doch an seiner Base, oder nicht? Da steht hier wäre noch ein anderes SUV, deswegen. Nö, da steht noch. Mich ohne Mist, als ob wir uns hören, ey. Da stehen jetzt, jetzt haben wir drei SUVs. Ja. Nice! Schönes Ding. Meine Frau hat auch schon angerufen. Die kommt bald mit dem Essen. Wird auch Zeit. Dann sind wir, krieg Hunger. Nimmst du ein paar Waffen mit rein? Jo, ja klar. Können wir den jetzt ausmachen hier? N. Alter, Spiel. Dunkel. Dunkel wie ein Bärenpöschi. Woher? Jetzt hast du das Auto zugemacht. Was? Nö. Das ist offen. So. Ah, okay. Ne, ich war zu dicht am anderen. Boah. Ja, alles klar. Ich muss wieder reingehen ins Auto. Warte. Geht sonst nicht. Den SUV können wir jetzt ganz getrost benutzen, um umzubogen und sowas. Ja, ist nur ein Autoglas drin, ne? Ja, das kannst du. Also, das ist so zu kennen. Hallo, das Autoglas, ja. Maximal 4 Fahrzeuge? Ja, haben wir doch, wir haben 3. Der vierte, den haben wir vorhin da gelassen. Oh, ei, Hallöchen! Jetzt sind sie. Schön, dass sie da waren. Und nicht vergessen beim Rausgehen Füße abputzen. Der Zombie. So, haben wir hier eigentlich noch Platz drin? Ja. Also, ich könnte hier noch ein bisschen Muni reinpacken. Muni. Wann haben wir denn der TZ? Standard Muni haben wir auf jeden Fall. Standard. Also, ich kann jetzt auch Schlüssel nachmachen, ne? Also, ich habe Schlüsselbauer-Kit hier. Kannst du mal ein paar Gunwacks oder sowas bauen? Ich kann was bauen. Ich kann was machen? Gunwacks. Achso, ja. Okay. Danke für den Follow. Dankeschön. Warte mal. Ich guck mal, was ich denn so machen kann. Was soll ich hier im Eingangsbereich platzieren? Ja. Ich mach das schon. Easy. Ich mach das schon. Ich hab Ahnung. Manchmal. Da kann man mal die ganzen Kackwaffen reinschleimen. 4 Bauholz. Warte mal, mal rausnehmen. So, mal gucken, ob ich das von hier oben aus machen kann. Noch 2 Bauholz. Sag mal, eben wolltest du nur 2. Ja, und jetzt wieder noch 2. Der will mich doch veräppeln. Auspacken. Ich hätte es natürlich jetzt auch ins in den Rucksack schmeißen können. Wäre schneller gegangen. Aber nö. Nein. Cool, ich kann sogar hier oben bauen. Das ist ja nice. Die 3 Meter gehen durch die Tür durch. Geil. Ich hab's. Geh weg. Geh mal mit dem Tisch beiseite. Wo im Eingang? Also hier vorne oder was? Oder da vorne? Ja, nee, warte, wenn du rausgehst quasi bei der Werkbank. Da gegen Achso. Also nur hier quasi. Genau. Ja, wenn sie das möchte. Das sieht bitte voll aussieht, wirst du? Mach ich. 2-3 Stück oder sowas. Ja, erstmal ein. Ah, genau, können wir die ganzen Waffen nämlich, dann können wir nämlich die ganzen Waffen hier runterbringen. Ist der ganze Scheiß nicht oben. Ja, wir die ganze Scheiße, das passt bei oben, würde ich sagen. Ja. Ich hab grad keinen. Ja, alles gut. Easy. Obacht! Was war das? Ja, es hat die Connection verloren mit dem Flug. Oh. Ja, wir haben da mal einen Dark abgesetzt. Der hat sich leider zerlegt, der Junge. Das wäre jetzt was geworden, wäre. Da ist er nicht, würde ich meinen. Ich glaube, bin ich nicht dran schuld.
hab gestern noch ein Little Bit von ihm kaputt gemacht, den ich rausgeschmissen. Oh! Dein Ernst? Ja, da sind 1000 Teile geflogen. Und dann kamen zwei Mann und haben mich gemacht. So komplett random. Ja, besser ist. Ja, ich mache hier ein bisschen Werbung für den Server hier. Ich finde ihn ziemlich nice, er ist ziemlich geil gemacht. Geile Sachen haben sie hier drauf, auf jeden Fall. Das macht richtig Spaß. Das sind ja auch ziemlich coole Dudes. So, du kriegst deine drei Dinger da, ne? Ich hab dich schon fertig. Nice. Ich bin hier der Baumeister Bob. Ja, wir schaffen das. 3 Stück, sagst du? Boop, kostet. Bis 3 haben, kostet 3. Kein Problem. Oh, wenn ich das richtig schön machen will. Ja, achso. Geht eh nicht. Schade. Ja, so. So, Pi mal Daumen, mal Fensterbreite. Passt das schon? Der Typ ist halt richtig mad und scheiße. Der da gerade? Ja, der ist ein bisschen, ja, glaube ich, ein bisschen angepisst jetzt, ja. Ich will ihn fragen, ob ich den zum Trader fahren kann. Aber er hat jetzt schon das zweite Mal so ein Hyping, ne? Ja, er hat immer Probleme mit dem Internet irgendwie. Er ist ja gestern schon 5 oder 6 Mal aus Test geflogen. Okay. Und wir bauen die jetzt einfach mal mit in die Wand rein. Das heißt, können wir sogar beim Runtergehen Waffen rausnehmen. Das ist natürlich... Ey, das ist wieder gefickt eingeschädelt. Und man sieht die kaum. Aber das sieht doch nice aus. Wenn ich das sehe, ja, das ist Baukunst. Ja, das sieht aus, als wenn das reingehört. Das hätte natürlich hier oben sein müssen. Das hätte noch geil ausgesehen. Oh, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Der Jörg ist halt der Wolfgang, aber der ist nur Zeit für den Architekt. Hier auf ja, ich bin der Architekt hier. Der Architekt. Ja, aber ich habe bald kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe alles verbraten. Ich brauche wieder das Holz. Ich habe mein Holz. Ja, das geht, doch mal Staller. Das geht schnell weg, so ein, ich könnte aber nochmal eine Holzkiste bauen. Was sagt denn dazu? Da fehlt noch ein Bauholz. Hm. Was können wir da noch machen? Schuppen? Ein Schuppen könnte ich auch noch machen, aber der Schuppen ist doof. Der Wellblechschuppen ist besser. Hm, 3 hast du erstmal bekommen. Ich bräuchte mehr Holz halt. Nice. Aber das machen wir offline. Das ist, der Axt, das dauert 100.000 Millionen Jahre. Und sehr viel Essen und Trinken. Ja. Aber ich fange schon mal an, ein paar Waffen rauszunehmen. Hier die unwichtigen. Und unten rein zu ballern. Oh, ich habe sogar, noch Bauholz. So die ganz unwichtigen Waffen, so wie KVSK und so. Es ist jetzt ein bisschen abzuhören mit den Worten. Ja, ich wollte dich mal zum Hühn. Ich weiß nicht. Also es könnte falsch rüberkommen. Das weißt du aber selber. Und die beiden Angeln sind verstaut und schon habe ich meinen Soll erfüllt. Gibt es eigentlich Bauteilebegrenzung? Das habe ich mir jetzt gar nicht durchgelesen. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich was, da habe ich bestimmt nicht ausgesucht. Da müsste ich mal... Warte mal, das steht doch bestimmt irgendwo. Regeln... Infos. Ich wollte jetzt trotzdem erst zum Heli. Trader, ne, das ist mir egal. Baseball, irgendwie begrenzt oder so, was steht hier? Schau mal da hinten, die Augen, das ist deiner. Oh, keine Basen zu Gumm, bla bla bla, bla bla bla. Ah, da. Können wir schauen, dass mal ein Sektor Basen an. Dürfen maximal 30 Meter hoch gebaut werden. Basen auf irgendwelchen dürfen maximal 2 Stockwerke über dem sein. Okay, das Gebäude selbst. Keine Basen mit einer Kostentür von 50. Nein, okay. Dip. Was war alles drin? Lunatic, Bau ist eine Begrenzung. Also, wie viele Sachen ich bauen darf? Gibt es eine Begrenzung? Der arme Wald. Ja, also ich, ja,
Kein Kommentar. Also ihr könnt euch gerne mal auch auf YouTube, Ausrufezeichen YouTube, das Video angucken von The Maze. Da hat jemand, da habe ich das kommentiert, was derjenige gebaut hat als Admin. Da hat er 4 Wochen dran gesessen, 4000 Teile und er hat wirklich einen richtig 3 Stück geiles Dings gebaut. Maze gebaut. Geil, Labyrinth meine ich. Richtig krass. Wirklich. Also ich bin verdurstet, ja. Ohne Spaß. Ich bin verdurstet in dem Ding. Ich hab zu ihm gesagt, so hast du fein gemacht, ja. Ich bin verdurstet. Hast du schön gemacht. Hallo, ich möchte gerne da. Ja, das ist natürlich jetzt tricky. Da machen wir so. Ja, Baumeister kennt sich auch aus. Mit den verschiedenen Ansichten. Da kann ich ja nix. So. Jetzt hier jetzt mal 4 Waffen runterbringen. Das geht richtig schnell. Da, eine Waffe. Behalte ich die Rotzwaffe. Ja, mach ich doch. Ich mach die guten Waffen bei die alle. Aber MK17 Sniper und so ein Rotz. Die M14, kann man die verkaufen? Nö. Okay, also Rotzwaffe, sage ich ja. G36 Camo. Die kann auch hier runter. Rotzwaffe. Rotz. Alles von Schund und Luder und sowas. Ja, genau, da habe ich schon welche reingepackt. Gefällt's dir so? Ist das hübsch? Ja, das ist immer frei was. Sehr schön. Hast du auch gesehen beim Loglaufen, die eine Waffe guckt hier durch? Zurückkommen, du Balance. Da hab ich noch nicht schnell. Nein, der kommt zurück. Kommst du woher? Warte, Moment, du, ich bin hier gerade am Waffen. Was ist das hier? Ja, nix hier, ich Udo Momento. Moment runter. Halt, warte mal, ich kann ja mal kurz in. Ah, hier, guck mal. Treppe runter, da ist, kommt die, guckt die Waffe raus. Siehst du? Da. Wichtig aus. Warte, wir sind hier gerade unten. Warte. Schöne Position. Gibt es eine Bauteilebegrenzung? Denn es gibt ja die Höhebegrenzung, das verstehe ich, ist klar. Aber es steht ja nicht drin, wie viele Sachen maximal. Ah, 250! Alles klar. Wir wollen mal sprechen. Danke! Also pass auf, die Base müsste nach 14 Tagen bezahlen. Umso mehr Bauteile ihr habt, desto teurer wird es im Endeffekt. Okay. Oh, ich wurde blockiert, 5 Sekunden. Okay. Okay. M8 Scharfschützengewehr, Rotz, oder? Rotz, ja. Nicht Rotz. Spiel ich nicht, ne? Scheißwaffe. Das sehe ich genauso. Scheiße, weg. Oben sind halt nur SVDs liegen. Was? Was mit. Die goldene Revolver müssen wir noch verkaufen, ne? Dann wir verkaufen was. Gut. Die goldene Revolver habe ich hier noch liegen. Ja, ich weiß nicht gar nicht, ob man die verkaufen kann. Logo. Logo. Wo ist denn das Scheiße da? Das weiß ich. Also nichts weiß ich, aber das weiß ich. Die goldene Revolver kann man auf jeden Fall. Das ist cool, ne? Dann müssen wir mal End wieder aufmachen. Oh, erstmal die Augen. Die, seine Augen müssen. Hier, Captain Paulus Augen müssen sich erstmal wieder an die. ans Feuer gewinnen. Kannst du mich vielleicht hier. Einer von euch kann mir hier nicht zum Dings fahren, zum Erkstoffzentrum. Klar. Logo. Achso, ich baue auch später Lampen, ne? Also, ich brauche hier so eine Pisslampen. Krieg mal alles hin. Ey, das sperrt mich nicht aus, ich will da wieder rein. Geh weg da. Also, wird zu schießen. Oh, der kennt das. Der. Unglaublich. Ja, ich bin hier am Bauen, ja? Und der sagt einfach, ich schließ mal die Tür. Ich mach hier eiskalt, mein Tut, da geht ja nichts. Ist mir egal, da ist keiner mehr. Ja, hab ich alle verjagt.
Oh, was liegt denn hier in der? Cool, hier liegt ein Revolver. Einfach so mal rum. So. Jetzt muss ich mir nochmal gucken, wie das war. Wie man denn. Ich habe eine Anzug. Ich habe eine Anzug. Hat der Lust? Hat der Lust? Ein Jägerstand? Jägerstand? Wo ist denn die Glühbirne? Genau, wie geht das nochmal? Ich muss herstellen. Was? In der Anzio? Ja. Ja. Okay. Mit ungefähr 4, ungefähr 4, ungefähr 5 Katzen. Da kannst du den Dings direkt anschreiben, hier anfragen, den, wie heißt denn der nochmal? Der Tristan. Gib mal ein bisschen Gummi, ich muss noch landen, bevor es selber nicht fertig ist. Das kann schon richtig fahren. Was? Ah, 3 Bauholz, fürs? 2 einfach. 6 Bauholz, Alter Schwede. Euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wollen wir Bauholzstapel auspacken? Jetzt brauchen wir hier nochmal Licht in die Sache. Wie viel bitte für die Anti-Munition? 04? Klassisch. Kannst du nicht leisten. Vorhin wurde gesagt 15 Gold pro Magazin. 10 Gold hat der vorhin gegeben. Ja? Ja, aber irgendjemand hat 15 Gold. Für die? Ja, das war einiger Stuhl, aber der ist behindert. Hallo? Ich bin gerade noch Sachen kaufen. Wenn ich Restgeld übrig habe, kaufe ich davon gerne an für Magazine. Okay, okay. Also wenn es doch mir geht, ja. Das wäre teuer. April, da bin ich an, nee. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich bin ein sozialer Dude. Schrei hier doch nicht rum, du. Wohnst du exakt 15. Ja. Deswegen mache ich auf 15. Siehst du? Der gute Ego ist. Hallo, so, holen wir das Ding hier hoch hier. Oh, da habe ich eine Idee. Das wird nice. Haha. Ich weiß gar nicht, ob wir Anziehmagazine haben. Oh. Ja. Ne, haben wir nicht, aber egal. Na wirklich jetzt? Ne, wir haben keine. Ich dachte, wir hätten so ein bisschen mit der Pause. Nein, wir haben keine. Nur so, by the way. Aber egal. Das ist nochmal sagen, wenn wir uns besser. Degrees. Warte mal, machen wir mal 90 Grad. Pitch forward. Ich will den Chester von loswerden. Als ob ich eine Anziehung spiele, das ist doch komplett. Useless ist das Ding. Oh, der Flashy wird sagen, du bist mega. Was? Der Flashy wird gleich zu mir sagen, Joey ist mega. Wird er gleich. Okay. Hast du was sehr Unglaubliches gerade gebaut? Ja, quasi. Aber ich bin gerade noch bei, aber. Oh, warum geht das nicht? Ich will ihn da reinbauen. Ich will ihn in die Wand bauen. Warum geht das nicht? Wo ist er hin? Achso. Ach, da ist er. Ha. Kann ich den denn? Ah, dann baue ich ihn da oben hoch. Ist doch egal. Ha, geht doch. Obwohl, wenn ich den jetzt noch umdrehe. Ja, sorry, ich muss das alles 3 oder 4 Mal überlegen. Ja. Wenn du Verbindung verlierst, dann mal den wieder weg. Ja, ich hab die Verbindung verloren, weil ich euren Stream geguckt hab. Also mir schreckt mich ja die ganze Zeit auf. Ja, es hat funktioniert! Oh, wie geil! Das sieht man selten. Ja, das ist nur die Frage. Okay, geht das schon? Oh, jetzt machen wir mal richtig professional hier. So. Okay. Ha! Oh, und jetzt wird es sogar sofort Licht. Weiter runter. Perfekt! Flashy, du wirst es lieben.
Okay. Was ich hier hinbaue, ja, das ist der Wahnsinn. Also ich baue einen Tag, ja, und die ganze Base ist anders. So, jetzt kann ich weitermachen. Grummel, grummel, grummel. In meinen Bart hinein, wie keiner sieht. 6 Bau, 6, das sind 3, das sind 4, das sind 4, das sind 5. Ach, da fehlt einer. Ein Metall und eine Lupe, ne? Okay. Das Becken. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich das richtig überlege, dann war hier noch einer drin. Genau, Nummer 5 und entweder hier bei Nummer 6. Nein. Soll ich dir mal den Heckrotor wegschießen? Soll ich dich mal abschießen? Also ich sehe das schon kommen, das Ding wird in die Ohren fliegen, ja. Forsch mal zu gehen. Ja. Alter, wieder versucht zu landen, ey. Ich mir von nahen an. Oh, ihr seid schon so welche, ey. Das Ding fliegt in die Luft. Ich call's. Call is call. Ja. Ah, ne, der hat sich komplett Platz gemacht dort. Ach so. Lol, der Ball. Ja, weil der doch auf 1, 2 Wagen ist. Da fehlt mir jetzt eine. Fehlt mir jetzt eine oder was? Sag jetzt nicht mehr wie ein Holz. So. Okay, Kommando zurück. Kommando. Willst du den Malle nicht neben den anderen, hinbauen? Kommando zurück. Was willst du von mir? Willst du nicht den Malle neben den anderen hinbauen? Ha! Ist so witzig. Okay, jetzt bin ich schon. Lol. Oh, oh, das war Klose. Ja, da war fast die Beine weg. So, wir holen uns ja so 2 Stück Holz und dann können wir den Nels nicht was noch bauen. Da haben wir sogar Licht in der Base. So, okay. Das ist LOL, sieht das krass aus. Ja, ich weiß. Sieht schick aus. Ja, hallo? Das ist so einfach, ich kann keine Häuser bauen oder was? Deswegen bist du Baumeister. Nein, du war doch X-Monster LPX, ne? Warte. Boah, was ist denn los? Weil die so Generator, oder was? Der General ist geil, ne? So, gemacht. Ich glaub immer noch. Was ist. Was ist denn los hier mit meiner Taste, ey? Keine Ahnung. Meine Taste hängt halt ständig, ne? Das du. Meine Güte. Was ist denn los hier? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ja, würde ich gerne beantworten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, das war auf jeden Fall fast. Oh, ich hab da noch. Oh, der macht doch echt Werbung. Och, man hört mich schon wieder. Was ist denn da? Ich geh reloggen, Alter, das kann ich mir doch nicht mit anfangen. Nö. Das ist ja Fremdwerbung, das wäre Wort ausreichen. Da setzt den Banner rum. Die wissen halt nicht, dass wir das sind hier. Ja, easy. So, das. Licht was herstellen, so. Das ist mal geil gemacht da oben, ne? Ja, sieht schick aus. Vor allem hat er auch Itemplätze, ja? So, warte mal, guck mal. Jetzt kommt hier noch einer hin. So, wenn ich schon... Oberloch. So. Sieht cool aus.
Das sieht aus, als wenn es dahin gehört. Weil diese Holzplatte stoppt. Ich wollte die irgendwie wegmachen. Hier. Welche? Hier. Diese übersteht. So irgendwie gehen, sag mal. Kann die noch sanieren? Weil wir die nicht gebaut haben, kann ich die nicht abnehmen. Können ja mal das nicht irgendwie entfernen, dass man aufgeschossen hat irgendwie? Naja, wir könnten die eben richtig mehr damagen, aber das ist 11% ist alles, ne? Aber alles, was kaputt ist, sind 10-11%. Wir gehen mal rüber. Angst, dass ich treffe. Mal gucken. Eine Schlange. Ohne Scheiß. Warte mal, ich brauche gerade 100 Schuss. Hey, das gibt 1% pro Dings. Mich, das ist richtig scheiße gebaut. Hey, ganz ehrlich. Immer noch 2. So komme ich krack aus. Ich schieß mit drauf, also ich erschieße. Alter, will mich das Teil verarschen da oben? Warte mal, wer ist der Abmin? Keine Ahnung. Müssen wir einen Abmin fragen, der kann das nämlich so wegnehmen. Das ist einfach Leute, in 5 Minuten ist Restart, ne? Denkt dran wegen Ausloggen. Warte, jetzt mach ich mal einen. Ich glaube, ich kann sogar den Generator ausmachen, oder nicht? Ne, komm nicht. Darf ich das machen? So, jetzt muss ich gucken, ob wir ein Menü haben. Aber ich habe aus Versehen verschossen. So, bitte. Kann man das Licht nicht ausmachen? Man kann doch das Licht ausmachen, eigentlich. Also, es ist doch noch ein Mac. Ja, mach das ja weg da! Ja. 68%. Würde Moment doch. Jetzt kriegen wir alles noch hin. Ich komm mal auf Eis, geht ja. Ich mach jetzt dazu nicht, dass er noch kommt. Bei mir ist 77%. Komisch. So, aber ich geh schon mal auf. Jo, ich mach das immer kurz ein. Hab ich schon gemacht? Ja. Oh, ich kann mich den Kopf nicht aussuchen. GG. 95%, ha, scheiße. 3 Minuten, das hast du noch. Du hast keine Max mehr. Ne, ich muss mich ja jetzt ausloggen. Shit, ja, genau. Lockout now. 1-0. Gut, meine Lieben. Ich danke euch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden die Tage weitermachen. Ich wünsche euch erstmal was. Habt einen schönen Abend. Euer Joey. Reingehauen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss. Und der Flash ist das natürlich auch. Also, bis dann. Tschüss.